Wie soll das gehen? Richtig schnell zu spielen und dass es dann auch noch leicht und selbstverständlich klingt. Das erfährst du in diesem Video. Was ist dir lieber? Technisches Spektakel oder musikalische Eleganz? Kürzer, willst du imponieren oder willst du überzeugen? Wenn du dein Publikum musikalisch überzeugen willst, dann ist das hier das richtige Video für dich. Du kennst sie, die Übungen und Methoden, um ein Stück ins Tempo zu bringen. Du übst in Abschnitten, du übst rhythmisiert, du nutzt das Metronom. Doch am Ende weißt du auch, alleine davon wird es noch lange nicht leicht und selbstverständlich klingen, selbst wenn du das Zieltempo erreicht haben solltest. Tempo kann eine überschwängliche Freude, eine flirrende Nervosität, eine panische Flucht ausdrücken. Und genau dann wird Tempo zum musikalischen Erlebnis. Damit überzeugst du dein Publikum. Was eignet sich besser als eine Etüde, um genau das zu testen? Tempo nicht als Technik, sondern als Musik zu begreifen. Bei einer Etüde erwartest du zunächst einmal die Behandlung eines technischen Problems. Musikalisch ist es erstmal wenig reizvoll. Nicht so bei den Fährling-Etüden. In meinem letzten Video bin ich schon darauf eingegangen. Franz Wilhelm Fährling ging es darum, Musik zu vermitteln. Er hat für jede Tonart eine langsame und eine schnelle Etüde geschrieben. Und schon allein das ist eine Besonderheit. Ich habe den musikalischen Ansatz von Fährling an der langsamen Etüde Nummer 43 gezeigt. Und auch in den schnellen Etüden geht es um Musik. Und deshalb schauen wir uns die Etüde Nummer 44 in B-Moll einmal genauer an. An dieser Stelle ein Tipp von mir. Wenn du dich für die 48 Etüden Opus 31 von Franz Wilhelm Fährling interessierst, dann beginne nicht von vorne, sondern beginne mit der Nummer 43. Diese Etüden sind nämlich nicht nach Schwierigkeitsgrad, sondern ganz musiktheoretisch nach Tonarten sortiert. Nun, die Nummer 44, die du dann als zweite Etüde spielen könntest, die ist vielleicht auch nicht gerade leicht. Doch sie trägt den musikalischen Schlüssel in sich, um mit Leichtigkeit schnell spielen zu können. Es geht um deutliche Betonungen. Diese Etüde ist ein Marsch und genau das wollen wir auch hören. Warum sollen dir die Betonungen helfen, schnell zu spielen? Die einen Zählzeiten sind betont, die anderen unbetont leicht. Von betont zu leicht und von leicht zu betont, da gibt es eine musikalische Richtung, ein Fließen. Wenn du dieses Fließen spürst und dir damit die musikalische Richtung klar ist, dann kannst du auch schnell spielen. Mache alle Übungen, die du kennst, um die Geschwindigkeit deiner Finger zu verbessern. Darauf kannst du nicht verzichten. Doch wenn das Stück dann auch noch leicht und selbstverständlich klingen soll, dann musst du dich um die Betonungen und die musikalische Struktur kümmern. Wenn du den Charakter der einzelnen Phrasen kennst, dann fällt es dir viel leichter, diese im Tempo zu spielen, beziehungsweise durch das Tempo den Charakter darzustellen. Und genau das machen wir jetzt. Wir schauen uns den Charakter an. Über der Etüde steht Tempo di Marcia. Es handelt sich also um einen Marsch. Hier steht aber auch Viervierteltakt. Wenn du die Betonungen deutlich herausholst, spürst du einen Zweier, einen zweihalbe Takt und damit hast du den Marsch. Wie bestimme ich nun das Tempo? Dafür schaue ich auch genau in die Noten. Das Stück beginnt volltaktig im Forte. Auf den ersten drei Betonungen ist immer die Note B als Viertel. Das Stück ist in B-Dur am Anfang und nicht in B-Moll. Für mich drückt sich da eine Entschiedenheit aus. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, wohin ich will. Ich kenne mein Ziel, um im Bild der Wanderschaft, des Marschierens zu bleiben. Wie setze ich nun das Tempo um? Indem ich dazu gehe. Wenn ich nämlich entschieden und zielgerichtet gehe, fühlt sich das anders an, als wenn ich schlendere oder spazieren gehe. Und ein zielgerichtetes, engagiertes, aktives Tempo, das kann ich mit dem Metronom mitbestimmen, da komme ich am Ende circa auf halbe gleich 80. Um dieses Tempo stabil durchzuhalten, sollte ich die musikalische Richtung der einzelnen Phrasen kennen. Und dafür schaue ich mir nun die Struktur des Stückes an. Diese 3b zu Beginn des Stückes habe ich schon angesprochen. Das Nachdrückliche, das Entschiedene entsteht,
wenn du auf die 1 des zweiten Taktes hinspielst. Es gibt also eine Steigerung. Auch die nächste Betonung ist ein B, doch das ist sehr kurz gehalten und deswegen entspannt es ab hier wieder. Damit entspannt die Phrase zum dritten Takt hin. In den nächsten beiden Takten wiederholt sich das Ganze jetzt in F-Dur in der Dominante. Der erste Takt ist eine Steigerung, im zweiten gibt es eine Entspannung. Und so landen wir wieder in B-Dur wie zu Beginn des Stückes. Im siebten Takt, da ändert sich die Betonung. Durch die Akzente verschiebt es sich auf 2 und 4. Das bedeutet, dass es vom sechsten zum siebten Takt durchgeht. Hier entsteht also eine Phrase, die 4 Takte lang ist. Tatsächlich fällt auch die stärkste Betonung dieser Phrase auf den höchsten Ton, nämlich das C3. Danach landen wir über C-Dur, wieder in F-Dur als Abschluss dieser 4 Takte. Die Übergänge zwischen den einzelnen Phrasen, die sind entscheidend, um schnell spielen zu können. Manchmal verschaffen sie dir Zeit und Entspannung, wie zum Beispiel von Takt 2 auf 3 oder 4 auf 5. Und manchmal musst du durchspielen, wie von Takt 6 auf Takt 7. Die folgenden 8 Takte sind genauso organisiert. 2 plus 2 plus 4 Takte. Und in Takt 16, da landest du schließlich in B-Moll. Hier ist auch ein guter Zeitpunkt, um zu entspannen und Luft zu holen. Du merkst jetzt auch, dass die ersten 16 Takte zusammengehören. Im achten Takt bei F-Dur, das fühlt sich noch nicht so an, als ob man fertig gewesen ist. Da musste es weitergehen. Erst in Takt 16, da habe ich das Gefühl, dass ich irgendwo angekommen bin. Und so kann ich mir ab jetzt Zeit nehmen, nicht mehr nur darauf zu achten, vorwärts zu kommen, Strecke zu machen, sondern ich kann auch mal einen genießenden Blick in die Landschaft werfen und mich darüber freuen, was es hier alles zu sehen gibt. Der Mittelteil beginnt mit einem besonderen Klang. Takt 17 startet in Des-Dur. Das ist die parallele Dur-Tonart zu B-Moll. Auch gibt es hier einen neuen Rhythmus, der mich in Freude hüpfen lässt. Direkt anschließend folgt eine lyrische Achtelkette mit vielen Halbtonschritten. Hier nehme ich mir die Zeit, meinen Blick weit über die Landschaft schweifen zu lassen. Es ist auch ein grandioser Ausblick vom Grat dieser Hügelkette, auf der mich mein Weg entlang führt. Das stimmt mich zuversichtlich und, wie heißt es so schön altdeutsch, frohgemut. Die nächsten 4 Takte, die erinnern mich wieder daran, nicht zu trödeln, sondern mich wieder auf den Weg zu machen. Der hüpfende Rhythmus, Staccato und Akzente auf 2 und 4 bringen mich wieder ins Marschieren und das alte Gefühl der Entschiedenheit zurück. Für mich folgt jetzt die Reprise, weil wir wieder den Rhythmus vom Anfang des Stückes haben. Sie steht jedoch im Piano und in F-Dur. Ich würde also sehr gut verstehen, wenn du sagst, die Reprise, die beginnt doch dann viel später. Schreib mir deine Ansicht gerne in den Kommentaren. Ich freue mich über den Austausch. Warum nun F-Dur und Piano? Auf mich wirkt es wie ein Zeitraffer im Film, wie ein Zeitsprung. Schließlich konnte ich meinen Weg frohgemut, also guten Mutes und ohne weitere Zwischenfälle fortsetzen. In der Coda sind wir nun ganz nah am Ziel. Der Blick ist nicht mehr der des Erzählers wie in den Takten davor, sondern der des Wanderers. Daher erscheint jetzt das Thema wie am Anfang des Stückes. Die 4 Takte der Coda gehören zusammen. Die 2 Takte schwingen sich auf, bis wir auf der 1 von Takt 31 durch den Torbogen marschieren und in den Gassen der Stadt verschwinden. Man könnte sagen, hier wechselt der Blick wieder zum distanzierten Erzähler. Und deswegen steht hier auch für mich dieses Decrescendo und das Stück endet im Piano, als sei nichts geschehen. Ich bin lediglich froh, bei der die Wanderung miterlebt haben zu dürfen. Würde ich ein Ritardando machen,
dann wäre ich es selbst, der diese Wanderung beendet. Das kannst du für dich entscheiden. Es gibt sogar Versionen von dieser Etüde, wo am Schluss das Crescendo bis auf die 1 des letzten Taktes geht und dann ein Subito Piano für die letzten Noten steht. Das hat wieder eine ganz andere Wirkung, kannst du aber auch gerne ausprobieren. Für mich ist es am schlüssigsten, so wie ich es skizziert habe. Da steht so auch in den Noten drin, die ich für dich vorbereitet habe. Unten in den Beschreibungen findest du den Link zu meinem Newsletter. Melde dich gerne an, dann erhältst du direkt die Noten zu diesem Stück. Wenn du nun eine konkrete Vorstellung für die Struktur und den Charakter des Stückes hast, dann macht es Sinn, auf das Handwerk, auf die Technik nochmal einen Blick zu werfen. Deswegen machen wir jetzt den Technikcheck. Es gibt viel Staccato in dieser Etüde. Mein Tipp für dich: Ziele mit der Zunge auf das Ende der Bögen und der Töne, nicht auf den nächsten Ton, den du anstoßen willst. Zungenstoß ist überhaupt ein missverständlicher Begriff, denn die tatsächliche Bewegung der Zunge geht weg vom Blatt. Wenn du schnell spielen willst, musst du also schauen, dass du die Zunge möglichst früh ans Blatt bringen kannst, um sie auch rechtzeitig wieder wegzuziehen, damit der nächste Ton ohne Verzögerung beginnen kann. Ich habe es zu Beginn des Videos bereits angesprochen. Der Puls mit seinen Betonungen unterstützt die Technik, also auch den Zungenstoß. Je deutlicher du die Betonungen machst, je leichter die Zählzeiten dazwischen sind, desto stärker ist der musikalische Fluss ausgeprägt. Und in diesem Fließen kann sich die Zunge leichter schnell bewegen. Durch Leichtigkeit kommt Schnelligkeit. Es ist doch erstaunlich. Je mehr du dich um die Betonungen kümmerst, umso leichter werden technisch schwierige Stellen für dich. Je klarer dir die Phrasierung ist, umso leichter klingen technisch anspruchsvolle Stellen. Probier es aus. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und nun höre die Etüde Nummer 44 als Ganzes. Ich freue mich über ein Like für dieses Video. Ich antworte dir auch gerne auf deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.